Kies und Kreis und Kies und Kreis und Kies und Kreis im Wald. Flugzeug stürzte ab und Kies und Kreis sind jetzt im Wald. Alle tot und nackte Menschen, Blut verschmiert im Wald. Kies und Kreis und Kies und Kreis, ja, die sind jetzt im Wald. Kies und Kreis, ja, Kies und Kreis, ja, die sind jetzt im Wald. Oh Mann, mir ist langweilig. Gibt's nicht irgendwie einen coolen Typen, der irgendwas Freakiges kann? Was sagen denn die News? Hallihallo, liebe Freunde, ich bin's wieder, euer Kai Uluklag von den Inselwald News. Und es gibt Neuigkeiten vom Muschelstrand Süd-Südwest. Denn dort hat sich eine neue Praktik eingeschlichen. Wir haben nachgehakt. Naja, gut, ne? Ich bin perlenlecker in der zweiten Generation, ne? In der ersten Generation, da waren nur die Austern. Doch ich schmeck auch die Miesmuscheln, ne? Ich habe im ganzen Körper keine Muskulatur, nur meine Zunge. Die arbeitet wie ein wilder Wedel. Und damit wedel ich alles weg. Ich kämpfe auch gegen Hysterie. Hysterie hat sich ausgebreitet. Zack, ab in der Leckstation und weg mit der Hysterie. Keine Frauen, keine Männer, niemand mehr aggressiv. Ne? Ich mache das jetzt seit 14 Jahren und naja, bis auf Herpes habe ich nichts mehr abgekriegt. Ne? Ja, okay, danke schön. Vielen Dank, ich bin Kyle Uluklag und mein Job ist nicht gut. Vielen Dank, bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Ja, ach komm, Kyle hat doch nicht den schlechtesten Job. Geht doch voll klar. Aber er muss sich das alles mit ansehen, weißt du? Das ist das Problem. Klar, du kannst Verbrechensbekämpfer werden, aber leider musst du dir die Verbrechen auch alle ansehen. So, ja, mal, aber Kyle, er liebt seinen Job. Er wärmt sich erstmal hier die Bällchen. Schönes Ball-Sweating. Ah, schöne Ballwärmerei. Schön am Ballo. Er hat sich den Belgerball gewärmt. Was ist das hier? Gammelfisch? Nee, der Fisch, der da hängt, der ist Trockenfisch, den kannst du mal probieren. Den kann man naschen oder wie? Soll ich ihn jetzt einfach abschlecken vom Ast oder wie? Ich denke mal, wenn du jetzt vom Fische und fallen lassen. Oder war, da kann ich ihm das direkt ans Gestell tackern lassen? Weil der geht ja jetzt mit der bloßen Hand, fischt der ja da drüben den Weiher leer, ne? Also er ist ja eine Maschine. Ja, aber wir haben auch hier, ich hab... Dumm wie Stockfisch, aber... Ich hab ohne Ende Fisch, Alter. Ich hab da eine Reuse. Eine Reuse hat er, ne? Ja klar, ich hab da eine Reuse. Hab ich Läuse in der Reuse, so sieht's aus. Ja klar, ich hab nur eine Reuse gehabt. Hab ich mir mal einen Intimbereich ein bisschen abgereust, ne? Oh, hab ich hier so einen Tripper gekriegt vom... Das ist so ein Süd-Südwest-Tripper. Ja, der kann da trotzdem mal ein bisschen was ansammeln, schadet ja nicht, ne? Und ich soll jetzt direkt hier so vom Ast den Fisch schlecken, oder wie? Aber nicht den rohen, ne? Ich hab rohen jetzt den, neu aufgehängt. Den da, den komischen gelblichen, ne? Diesen den Gelbbarsch. Den Trockenfisch, da. Wie ihm aber auch erst den Kopf abbeißt. Das ist richtig barbarisch. Nein, nicht trinken. Wieso trinkt der denn? Ich hab ein bisschen Magen-Darm jetzt. Ich muss jetzt hier... Nein! Ach. Wir müssen jetzt erstmal weiter die Insel erforschen, ne? Ach so, ja, ich wollte noch ein bisschen Wasser mitnehmen. Da oben ist irgendwie der eine Bunker, dann ist hier noch ein Bunker. Überall sind Bunkers, wo wir hin müssen. Hier ist unser Relikt, ein Radio. Und irgendwie kommt ja auch niemand, ne? Also ist eine echt verlassene Gegend. Das ist, oh guck mal, ich habe noch Lederbeutel. Mach doch mal auf, du. So einen alten Gausenbeutel hat er hier. Vor allen Dingen, dass sie es Leder nennen, ne? So richtig schön gegerbte Menschenhaut. Ja, es ist auch nur Leder. Ja, aber ich trinke jetzt noch ein bisschen Eierpunsch. Alter Adler. Wo? Ich hole ihn mit der Axt. Adler-Axt, Angriff! Bam! Erwischt. Da stehe ich aber auch noch rein, du. 3, 2, 1, Stich. So ein Adler mit der Axt gefangen, ey. Das ist, da kann mir keiner. Alter, guck ihn dir an, wie er da liegt, ne? Oh, ich bin voll. Ich kann hier noch einen Adler irgendwo hinnageln. Volles Hühnchen. Und sie guckt so, Lady Dreibein kommt und sagt: Moment mal. Ist das Chippy, mein Freund? So, mein Freund Chippy Licky. Mein Freund Chippy Licky. Er hat einen sehr weichen Schnabel. Schnabelweich braucht jeder Teich, ne? Aber mir irgendwie so ein Adler spawnen, ne? Ja. Ja, Chippy habe ich erstmal gegen die Wand genagelt. Hey, Augenblick mal, Chippy. Marmelade, was man nicht alles machen kann. Aber warum die haben wir schon gemacht, die Marmelade. Guck mal, wie der tropft. Siehst du das, wie der tropft?
Wieso tropft der da halt meine Suppe rein? Schön in die Suppe rein. Ja, ich quetsche noch einen Adler rein. Schöne frisch entsaftet. Erstmal machen. Lady Dreibein, bist du da? Aber ich habe wieder nicht ausgewählt, dass ich Wasser kochen will, ne? Oh, das ist so ätzend. Oh, sie macht so richtig. Ah, immer diese Jungs. Immer die Boys. Lady Chippy Bein. Lady Snippleck. Guck mal, die sammelt jetzt irgendwie Halme. Was soll ich denn damit? Halmer. Wollte eine Runde Halmer spielen. Guck, die sammelt irgendwelche Gräser und macht sich daraus jetzt ein Pfeifchen. Stopft sie in ihre Hobbitpfeife. In ihre Hobbitpfeife. Ich hab so eine. Voll geil. Gönn ich mir ab und zu mal ein Pfeifchen. Ist gar nicht schlecht. Das glaube ich dir, das glaube ich. Haben sogar ich mir so eine Hobbitflöte. Ja, dann wachsen mir Haare auf die Füße, du, und dann gehe ich ab ins Auenland. Uff, de Fies. Uff, de Fies. Das Gausenland. So, können wir jetzt losziehen, Mr. Gausenburger? Ja, hier scheiß auf das Wasser, oder? Weiß ich nicht. Ich trinke auch Schmuddelwasser. Außerdem habe ich noch Energy Drinks. Das dauert wahrscheinlich ewig. Das dauert ewig. Ja, du bist auch so vom Optischen bist du so ein Rico Gonzales, der kann das ab. Naja. Ja, ich lasse das mal hier kochen. Ich brauche keinen Topf unterwegs. Ricky Dünn-Charles. Ricky Dünn-Charles, ey. Ricky. Ja, dann wie Lady Dreibein am offenen Busch naschen. Na gut, am Süd-Südwest-Strand. Die gehen nur an die offenen Muscheln. Nur an die offene Auster. Ah, bin ich meiner Perle an die offene Auster gegangen. Das fand ich aber schon gut. Na gut, aber Perlenlecken nimmt jetzt wirklich auch in der Insel. Das ist, die kommen vorbei, die wollen es gar nicht mehr umbringen. Die wollen eigentlich nur die Perlen. Perlenlecken ist halt sehr hip. Das ist sehr hip. Das ist wie Fidget Spin. Also ja, Midgets Fitchen, ja. Schmitzesfitscher. Ein paar Schwitzerfitschen, weißt du. Ich vergesse wieder ein bisschen Fitcher-Smitschen. Ich war ein Fitcher switchen. Switchen, aber ich habe mich auch wenig beschwert. Kann man eher weniger. Was machst du? Einfach ein bisschen Schlöcke mitnehmen. Wenn man da so einen Rotbusch sieht, muss man den immer bepflücken. Ah, ich habe schon wieder einen Sack voll. Guck mal, die liegen ja auch hier so rum unterwegs. Findest du immer welche. Ich habe sogar Aloe und Vera gefunden. Guck mal, da oben hängt ein Waschbärenmütterchen. Soll ich den Baum abhacken? Hack mal den Baum um und dann können wir sie umbringen. Noch hängt sie dran, ja. Sieht sie besorgt aus? Schon ein bisschen. Ich glaube, sie hat gestuhlt gerade. Oh, da springt sie runter! Stehen bleiben, Waschbärenmutter! Ist sie wirklich, dass du jetzt wie so ein Flughörnchen da runtergejumpt? Ja, zack, erwischt habe ich sie. Und hat ihre Waschbärenäuter ausgebreitet als Fallschirm. Ich werde sie ausweiten, aber liegen lassen. Aus Respektlosigkeit, irgendwie. Ja. Keine Trophäe mitnehmen. Ich nehme eine mit. Man weiß ja nie, wann man sie braucht. Nee, ich habe Taschen voll mit Waschbärzeug. Ich machte mir einst ein Mützchen aus einer Waschbärenvagina. Ja, ich habe mir hier so ein Schlüpferding gemacht, ne? Tanga. Waschbärtanga. Aus der Lippe. Aus Waschbärlippe. Aus Waschbärlippen. Die waren aber alle schön weich. Weichbärlippen, was war das? Ach, ich bin auf den Mann getreten. Huch, da bin ich doch auf den Mann getreten, ne? Das passiert mir öfters. Ja, aber nach Schnabelweich kommt auch Lipphardt-Creme. Lipphardt? Die Lipphardt-Creme. Weil jetzt sind natürlich keine harten Schnäbel. Und es gibt natürlich auch Leute, die sagen, ich präferiere Hartschnabel. Ja, es gibt so ein paar Krankenschweine. Qualmt's übel, ne? Guck mal, wie übel es da qualmt. Bei uns? Ach, da hinten? Nee, da. Alter. Das ist unser alter Schlafplatz. Weißt du noch, wo wir unsere Basis gebaut haben? Mit diesem romantischen Blick auf den Mini-Wasserfall, der nicht so laut ist. Aber hier sieht's irgendwie nicht so geschändet aus. Oh, hier gibt's diese kleinen Schildkröten, deren Köpfe wir noch brauchen. Da ist einer, aber wie treibe ich die an Land? Hast du ein Speer dabei? Ich kann wenn die auch abknallen. Wenn sie tot sind, kann man sie aber viel besser an Land treiben. Da hinten trinkt eine Waschbärenmutter. Nicht während meiner Schicht. Ist tot. Und da ist eine Schildkröte. Ist auch tot, aber wie kriege ich die jetzt da raus?
Das sind voll viele hier unten. Das stimmt. Ein bisschen pushen, oder? Ja, ich push gerade. Da! Ich habe sogar schon ein Messersymbol. Ordentlich an die Huschen pushen. Ja, jetzt kannst du reinstechen. Weil den Kopf hier haben wir noch nicht. So eine Teichturtle. Teichturtle. Fehlt noch in der Sammlung, Little Turtle. Wo ist der Kopf hier? Kleiner Schildkrötenkopf, ja, den haben wir noch nicht. Der ist auch wirklich richtig klein. Guck dir das mal an, eigentlich voll das süße Ding. Ich hack hier einen Baum. Ah ja. Süß, ne? Sehr niedlich, sehr niedlich. So, du willst da oben hin, wo irgendwie gerade Durchzug herrscht. Ich weiß nicht, oder graben müssen wir auch noch irgendwo. Ja, das ist alles da in der Richtung. Ich grabe ein Loch. Ich grajabbe ein Loch. Ich packte doch. Er grajabberte mir in die Hose. Er grajabbern. Ich hab richtig rein grajabbert. Da drüben ist von der Leiche, da kannst du ab und zu ganz nette Sachen geben. Können Sie aufhören, an mir rumzugrajabbern? Mein Onkel hat gerne mit mir grajabbert. Okay, jetzt sehen Sie genau, was ist passiert. Nun, er hat mich grabajabbert. Stell dir mal vor, jemand sagt das halt wirklich so. Er hat mir an den Euter grajabbert. Schreiben Sie auf, er hat grajabbert. Wie bitte? Wie schreibt man das? Grajabbert. Grajabbergrat. Eben haben Sie es gerade anders gesagt. Moment. Grajabbert. Wissen Sie, wo er herkam? Hat er gesagt, dass... Er wohnt in Grajabakstan. Er sagte, er wäre Grajabakaner in der dritten Generation. Und Grajabat stimme ich einfach so. Ich habe ihm nicht bei der Grajabak-Genehmigung gezeigt. Er hatte kleine Zettel, aber ich glaube, war nicht von Grajabakstanischer Regierung ausgestellt. Wenn, dann ich könnte verstehen, aber so war kein... Alter, was machen die denn hier? Die Boys. Richtiges Family Barbecue. Au. Alter, er macht Barbecue from behind. Ah, er macht voll die Rolle, er rollt sich richtig raus. Also ich bin Athlet, rennt einfach vor mir weg. Wir hauen ab. Na, der nicht. Den habe ich. Mach ich mir jetzt auch erstmal ein schönes Süppchen. Alter, was hat der denn für ein... Für ein Sud? Na, was hast du? Hier gibt's ein Sud. Ein Sud? Hier ist gut Sud. Moment, ich bin doch gerade dabei, Fleisch zu sammeln. Ach so, einer. So ein Knight Rider. Oh. Aber man weiß nie, wo vorne und hinten ist. Aber jetzt kann ich mir hier schön, aber schön das Crack wieder machen. Ich wollte mal ein bisschen Crack. Haben die hier nicht Seile? Ist das nicht so eine Seilsammlerei? Nee, die sind alle ein bisschen Crack-süchtig gewesen hier. Ja doch, hier vor Kisten. Da gibt's eigentlich immer Seile drin. Ja, Tuch. Ah ja, da gibt's ein bisschen Seile, Stan. Ich brauche Kleingeld und Seile für Gruppenkeile. Guck mal, die haben die mit den Steinen, haben die irgendwie die... Er zeigt, er präsentiert die Keule. Er ist ein großer Typ, der präsentiert die Keule. Dann präsentier ihm deinen Speer. Warte. Oh nein, jetzt kommt er. Ich wollte gerade was werfen, verdammt. Wie kann ich werfen abbrechen? Jetzt, wirf! Ich kann werfen nicht abbrechen. Ich werfe eine Granate dahin. Er hat einen Beutel verloren. Das hat ihn ganz schön umgehauen. Guck mal, ich kann... Siehst du, wie ich ihn bewege? Ja. Ist das auch so ein Ureinwohner von Grajabastan, oder nicht? Diese kleine Grabolek. Oh, ich habe hier ein paar Cornflakes, die sind immer gut. Blutflakes. Guck mal, wie sie wegrennen. Ja klar, ja, nach der Explosion haben die Schiss. So, was machen wir denn jetzt hier? Ja, Bunker buddeln, ist da drüben. Nehmen wir nicht die Scooter mit? Es gibt nur einen. Nein, es gibt zwei Scooter, wenn zwei Leute spielen. Hier und hier steht noch einer. Hier steht bei mir wirklich nichts. Dann nimm du den. Ich sehe nur den, den du hier hingelegt hast. Bug-Scooter. Wow. Alter! Wie du gerollt bist. Ich mach Jackass-Videos. So, warte mal. Wo ist das denn? Das ist... Ja, da vorne, wo das M ist.
glaube ich. Mein Name ist Kyle Uluglak. Willkommen bei Jackass 6. Ja, wir haben The Jackass gefunden. Ne? Wir haben so eine Jackass-DVD gefunden. Da wurde was angespült. Eine Jackass-DVD. Au. Oh. Das werde ich halt nie vergessen, wie das mit dem, wo wir uns Jackass 3D im Kino angesehen haben und links saß so eine Gruppe Mädels halt und am Anfang fliegt ja dieser Dildo halt einem entgegen. Mhm. Sagt, was ist das? Wieso schießen die mit Spargel? So, weißt du nicht? Mit Spargel? Meine Mutter hat sehr viel Spargel in ihrer Schublade. Ah, da unten ist ein Golfkart. Wir müssen diese Schmutzdinger nicht mehr fahren. Kann man eigentlich mit der Schaufel auch schlagen? Weiß ich nicht. Kannst du mit allem schlagen irgendwie. Ich steck auch mal rein. Kennst du die Gabagabi? Die alte Gabagabi, ey. Die schon seit Jahren sitzt hier in dieser Pommesbude und wartet auf hier auf ihren Freund, der damals, wie hieß der noch? Lonnie? Lonnie, Alter, ja. Sie wartet immer noch auf Lonnie. Lonnie, der alte Herzensbrecher. Der wollte nur hier ein bisschen Tütenmeff holen. Ja. Aber Herzenbrecher, Poperzenstecher, er hatte viele Namen. Und Ränge. Und hat immer schlecht gearbeitet und sich trotzdem voll viel dafür bezahlen lassen. So, soll ich aufmachen? Ja, mal auf, ne? Geh mal nein, oder? Lass mich hier den Schmodder wegmachen. Ab in den Wartungstunnel A. Kannst hier überall graben. Machen wir so Let's Game It Out. Wir graben die gesamte Insel. Ja, aber du grabst ja nicht tiefer leider, ne? Nee. Das wäre halt geil, wenn du so richtig in die Erde reindicken könntest. Oder Mission, wie viele Stunden dauert es, alle Bäume bei The Forest zu fällen und zu vernichten? Ja, wenn das jemand guckt und sagt, ja, guck ich, hier, habt ihr mal Geld? Dann mache ich das. Dann mache ich das. Wenn man mich dafür bezahlt, mache ich das. Sieht das irgendwie netter hier drin aus? Heller irgendwie, ne? Babys! Musik, wo ist die Musik? Nein, die kommt doch hier aus dem... Ah! Boxen! Ich renn weg! Guck mal, hier ist Badewanne-Gulasch. Hier kannst du einen Laptop berühren. Na, Moment. Ich hab grad ein Buch berührt. Geh aus, was ist hier? Geht nicht aus, geht nicht aus. Die verdammte Musik! Die wollen uns vernichten! Die wollen uns dran kriegen mit böser Mucke! Alter, hier ist noch was für die Knarre und so. So Zeug. Wir sagen ja nicht so ein Zeug. Es geht aber auch nicht mehr aus einem raus, ne? Es ist so ein Zeug und das Gehirn sofort, wir sagen ja nicht so ein Zeug. Oh, hier! Was einfach einer der geilsten Filme überhaupt war. Aber der war so ein Flop, der war richtig Flop. Ich habe hier dem Karl seine Kreditkarte gefunden, irgendwie. Echt? Wo lagen die? Ja, hier alles rechts um die Ecke, hier. Alles hier auf den Tischen und bei den Laptops. Hier auf dem Tisch liegen noch voll viele Knarren. Ah, hier, Karl. Karl Pastormann. Das ist das stolze Geschlecht der Pastoros. Hier war ein Anzug hinten. Ja, den habe ich schon. So, als neuer Ort entdeckt. Lebensmittelbunker. Das ist dann das nächste große Ziel. Na, hier hat der Hausmeister irgendwie gewohnt. Aber der hatte halt auch leider das Bedürfnis nach lizenzierter Musik. Ja, und nach alten Hausmeistermatratzen irgendwie. Kann man es ihm verübeln? Jeder mag diese alten Stinke-Matratzen. Alter, das Baby. Vergiss nicht Batterien und sowas mitnehmen, weil wir wollen ja auch hier schön wieder so ein Holy Cross. Ja, haben wir sogar die Bahnleitung schon, oder? Nee. Nee. Landebahn. Doch. Das stimmt, wir haben das Cross auch schon gefunden. Holy Cross und die Landebahn, ja. Alter, die Decke hier, hast du dir die Decke mal angeguckt? Also das ist das ein die Stuck ist aus dem ja, 18. Jahrhundert? Ja, das ist so Jellackstuck. Spuckstuck. Spuckstuck aus dem 18. Jahrhundert. Da hat schon hier George Washington hat da schon sein Chili gesammelt an der Decke. Sein Chili? Ich habe so ein schönes Washington Chili da oben gesammelt. Washington Bohnen Chili. Was lag hier noch rum? Energy Drink. Ich glaube, wir haben alles.
Hey, weil schon ein bisschen Energy, ein bisschen Passion. Bisschen Energy, ein bisschen dies, das, ein bisschen Pushen. Bisschen dies, das, mach nicht diesen. Mach nicht diesen, gehst du voll auf miesen. Kann ich hochgehen. Warum regnet es eigentlich hier auf dieser Drecksinsel nie? Für was haben wir diese blöden Wasserfänger? Ja, ist wahrscheinlich erst irgendwie im Jahreswechsel. Alter, was ist das denn? Das ist aber neu. Was denn, dass jetzt Sturm kommt? Nee, hier. Bagger. Neuer Bagger? Oh ja. Es wäre so geil, wenn man jetzt hier so Bodo-Baggerloch-mäßig rumbaggern könnte. Das wäre Hammer. Aber Bodo hat aber einen Schlüssel mitgenommen, leider. Sein Name war Bodo. Ja gut, Leute. Das war's aber für uns. Oh, hier ist wir sehen uns wieder in der nächsten baggerreichen Folge. Bewerten, kommentieren. Bis zum nächsten Mal. Immer schön reinbaggern und tschüss! Druckerharz!